Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Tja, beim letzten Mal haben wir den Sarko da getamed, der hier gerade vor uns liegt und den ich jetzt mal dazu bringe, sich umzudrehen. Und wir haben angefangen, einen Frosch zu tamen. Ich habe auch sonst nichts Besseres zu tun. Das gefällt mir, muss ich ja mal zugeben. Und Attacking Target, wo ist es denn? Attack my Target. So, was haben wir eigentlich für eine Ingame-Uhrzeit? 18:24 Uhr, alles klar, das läuft. Ja, so schnell haben wir einen Sarko. Kann ich ja mal eben kurz gucken, was sattelmäßig für die Viecher so abgeht. Ich habe für die eigentlich eher selten Sattel benutzt. Da ist der Froschsattel. Ach, den brauchen wir ja eigentlich mal, ne? Wegen Cementing Paste und so müssen wir ihn eigentlich auch mal ausprobieren. Habe ich noch nie gemacht. Hey, und da ist der Eintrag, den ich schon mal hatte, wieder back. Wonderful. Ja. Das ist der. Was schreibe ich hier? Der Bauarbeiter. Einfach nur, weil er Cementing Paste herstellen kann, ist mir gerade shittigal. Super kreativ, Schrägstrich, nicht kreativer Name. Und er ist Level 41. Einfach mal eben so. Cool. 170 Hide, 30 Wood, 5 Cementing Paste. Alles klar. Level 105 und Level 41. So. Tja, dann bringe ich die wohl mal zurück. Das sah gerade so komisch aus. Ich dachte, das wäre meiner. Kann ja gar nicht sein. Wie schnell seid ihr denn? Also in the water wahrscheinlich ziemlich fast. Aber ich bin nicht fast in the water. Nein, das bin ich nicht. Dafür seid ihr an Land. Obwohl der Krog ist auch gerade ziemlich schnell. Na gut, bei über Level 100. Kein Wunder. So typisch arg. Nein, ich mache keine Folge mehr. Ich höre auf, habe ich noch bei der letzten Folge gesagt. Und was mache ich? Ich nehme wieder eine Folge auf. Natürlich nehme ich wieder eine Folge auf. Aber selbstverständlich. Verdammt. Verdammt, verdammt. So schnell geht das. Und ich muss die neuen Tiere, möchte ich auch sehen. Ah, verdammt. Das Wolli-Mammut und ach, einfach alles. Einfach alles will man hier bei Ark sehen. Das ist einfach so. Da sind die Dilo gespawnt. Dilo-Spawn ist aber besser als wenn hier. Da ist ein neuer Trike gespawnt. Das ist gut. Zwei Trikes. Die haben also die Raptoren ersetzt. Das heißt, wir haben erstmal wieder Ruhe. Zwei Dilos. Okay, zwei Dilos besser als zwei Raptoren. Prinzipiell. Sei denn, das sind 5, sie sind Mate-Boosted, vergiften einen, du kannst nichts mehr sehen und wirst von ihm gekillt. Ab diesem Punkt sind die Dilos dann nicht mehr so gut, denn hätte ich vielleicht auch lieber einen Raptor gehabt als Gegner. Zwanzig, dreißig, vierzig. 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 Flop. Wir craften hier einfach mal nochmal nebenbei, während wir die zurückbringen, schon wieder neue Wände. Warum denn auch nicht? Wenn wir es denn können. Der Sarko hat eine ganze Wandarmada mit dabei, das ist doch gut. Das gefällt mir. Und das sieht cool aus. Mal wieder, wie Ark immer cool aussieht, ne? Das muss man ja mal sagen. Yay, Ark. Geh bitte nach innen auf. Nein, natürlich nicht. Okay, Sarko, komm hierher. Gut, gut, gut. Jetzt kommt ihr hier rein, ne? Kommt hier schön rein. Der Frosch kann hier auf der Stelle wenden, kein Problem. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten, Kollegen. Weil es hier langsam etwas voller wird, würde ich mal behaupten.
Das finde ich nice. So. Sieht gut aus, sieht gut aus. Die Sammlung wird größer. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Yay, da rutschen wir einfach mal auf ihm rum. So, ach so, ja, ist klar. Ein bisschen mehr Living Life Energy. So, machen wir die mal eben voll, einfach nur damit es schön aussieht. Warte mal, ich nehme das und das und das und das alles schon mal mit. Wir müssen jetzt ein bisschen laufen, tut mir leid. Wir müssen ein bisschen transporten. Das Tor müsste man noch später mal umdrehen und so weiter. Hier nochmal ein bisschen mehr Wood. Ne, das Metal mache ich hier mal nicht rein. The Metal, Metal, Metal. 100 neue Thatch. Fiber haben wir auch, aber ich weiß nicht, ob wir die gesammelt haben. Haben wir die mitgenommen? Ich weiß gar nicht, ob hier drin Thatch gebraucht wird. Ich schmeiß einfach mal 100 rein. Hier mache ich erstmal das Metal mit rein. Machen wir mal kurz an. An den ich noch irgendwo meine Fackelchen? Da ist nur Kohle drin. Gut. Nehmen wir mal eben... ne, das war der Dodo. Laufender Kühlschrank. Hier steht eine Fackel. Hier stand mal der Kamin. Aber ich habe echt vergessen, warum der da nicht mehr steht, muss ich echt sagen. Weil das nicht gepasst hat wegen dem Bauen. Ich glaube, wir mussten den wieder abreißen. War da was? Das muss es gewesen sein, weil aus solchen Gründen sollte ich ihn sonst wieder abreißen, wenn man ihn schon mal hat. Toll, ich habe da gerade was vergessen. Hey. Oh, Serverlag. Serverlag, Serverlag, Serverlag. Was für ein Serverlag. Wow, jetzt hat er das Wood auch aufgenommen. Ich bring mal 100 Wood in die Lager. So viel Zeit muss sein. Wir haben jetzt ja ein bisschen Taming-Folgen gehabt. Also wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen hier an der Hütte was kurzem erledige noch. Oder an unserer Gehegewand oder wie auch immer, dann ist das halt so. Wichtiger ist eigentlich, dass wir hier auf eine Dreierhöhe kommen. Würde ich mal so sehen. Vor allen Dingen wegen wild spawnenden Brontos, die dann einfach hier durch die Bude laufen, weil sie da drüber kommen bei einer Zweierhöhe. Muss ich nochmal aufpassen, wo der... wo hier ein Wandfehler war. Tja, könnt ihr mal sehen, Leute. Das ist doch mal richtig cool. Wir haben getamed und parallel können wir jetzt einfach nachträglich... nach dem Tame einfach mal schön die Wände ausbauen. Das ist doch mal richtig nice. Also dann haben wir nämlich diese Front hier. Die würde ich nämlich gerne komplett... da ist der Fehler. Ist die Frage jetzt bloß, hält die andere Wand von den oberen? Oder geht die kaputt? Nein, die geht leider nicht kaputt. Ah, jetzt hat es funktioniert. Wunderbar. Den wollte ich nicht haben. Eher nochmal das. So, ich glaube aber hier sind auch die Wandfehler schon ersetzt worden. Ich glaube, das habe ich schon mal erledigt. Und dann machen wir das mal eben so. Vier Wände haben wir noch. Die mache ich jetzt aber doch nicht hier hinten hin. Erstmal sieht das ganz gut aus, gefällt mir. Ich würde nämlich tatsächlich sagen, wir setzen die hier hin. Erstmal eine und dann gucken wir nochmal kurz. Hier, na, ein Dach drüber setzen geht nicht, weil das zu schmal ist, also. So, einfach nur, weil wir sie hatten und das genau gepasst hat. Dann haben wir das nämlich alles schön auf Dreier Höhe, alles ist nice. So, das haben wir auch. Gut, jetzt ist die große Frage... was mache ich mit dieser schönen angefangenen Folge von heute? Jetzt irgendwie großartig loslaufen, dann brauche ich ja noch mehr Folgen. Und ich wollte ja eigentlich schon gar nichts mehr aufnehmen. Aha. Wetten, der kann schon wieder aus. Ja.
war klar. So. Ist ja schon wieder morgen, also können wir die hier auch wieder rausschmeißen. Dann haben wir wieder 3 neue Metallbahnen, das bringt nicht viel. Man könnte Inventory leeren und einmal Metall holen, ja. Bis zum Berg ist schon eine ganz schöne Strecke, ne? Muss man ja schon zugeben, dass das ganz schön ein Weg ist. Ist da eigentlich noch, also laufen tut der Kühlschrank ja noch, 42 Spark. So. Es sind ein paar Eier drin. Aber ich glaube nicht, dass 3 Eier schon ausreichen für einen, Ovi. Jetzt habe ich's. 3 Eier für einen Ovi? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Naja, hole ich jetzt Metall? Weiß ich auch nicht. Nee, ich glaube, wir machen das mal eben anders. Inventory ist noch mittelmäßig voll, obwohl warum eigentlich? Wegen den ganzen Pfeilen wahrscheinlich, ja. Die Pfeile wiegen schon ordentlich was. Sorry Leute, das muss nochmal eben sein. Ich muss die Pfeile loswerden. Sind keine Pfeile mehr hier oben, doch 42. 42 Pfeile. So, ich stack mal eben voll hier. Daraus müsste ich doch noch einen Tranquilizer machen können. Einfach nur wegen Platz. Wir sind ein bisschen Sachen losgeworden. Das passt doch alles schon mal. Ja, genau, dehydriert. Ich habe es ja eben schon gesehen, dass es nicht mehr lange dauert. Wow, da war nicht mehr viel drin, aber besser als gar nichts. Ja, geht jetzt wieder nach außen auf, alles klar. Kümmern wir uns doch nochmal eben darum, Materialien wegzukriegen. Jetzt ein paar Minuten, 8 Minuten, 8 bis 10 Minuten mal eben so ein bisschen Rohstoffgesammelagen. Das dehydrated. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe mal eben zum Wasser, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, 10.000 Bären dafür zu fressen, obwohl ich müsste eh wieder was futtern. Cool, man kann hier so usen, hatte ich mir fast gedacht, aber ich wollte es einfach testen. Der Stego und der aka Bärenmeister ist da ein bisschen lahm, muss man ja mal sagen. Aber er soll ja nicht besonders schnell sein, er soll uns ja bloß Bären besorgen. Ich bin echt gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier nicht mal ordentlich aufräume bei ihm. Und zwar wirklich Stim. Ja, ich weiß, Stim können wir auch für was anderes noch gebrauchen, aber mal ehrlich, wir haben jetzt so viel hier drin. Ich lasse nur 100 über, der ganze Rest, der fliegt raus. Ach, wie schön wir uns wieder bewegen können, Leute, das ist doch mal richtig schön. Aber wir kriegen natürlich auch einiges an Wood etc. mit dazu. Was uns auch extremely langsam macht. Eigentlich möchte ich das Holz dann natürlich nicht verbraten. Das ist natürlich dann das andere Problem. Aber mal ehrlich, wir müssen Gewicht loswerden. Also auch mal eben satte 100 Holz loswerden. Na, hier noch 100 Thatch. Ja, wir können das auch alles in die Kisten einlagern. Das könnte ich dann auch machen. Das, wir machen ja eigentlich gerade so ein bisschen hier einfach Sammelage. Wäre ja eine Möglichkeit. Das wäre ja eine Möglichkeit. Yay, wir sind schon wieder sowas von mega voll.
So, nehmen wir doch erstmal die und die und die und die und die alle mit. Haben wir jetzt alle Narkos? Ja, ich hätte es auch einfach, ja. Ich vergesse mal bei solchen Sachen, wenn ich die Einzelrohstoffe sammle, dass ich die auch einfach hätte sortieren können. Hm, warum tue ich das denn einfach nicht? Hey, da waren noch drei dabei. Ist das Tor offen? Nö. Die Tür auch nicht. Ach, mal raus, raus und raus mit dem Kram. Rein, 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 rein. 91, das ist richtig gut. Ne, da kann ja kein Platz drin sein. Weg, weg, weg. Weg, weg und nochmal weg. Stehst du eigentlich auf neutral? Passiv, warum? Attack your target. Neutral. Moment mal, ich sag jetzt passiv. Attack your target. Drück einmal U, dann ist es ja attacking target. Genau, so passt das. So passt das. Jo, weiter geht's. Wir sind immer noch voll. Immer noch voll. Also weg, 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 weg. Holz auch weg. Einfach nur, weil ich das jetzt nicht alles mitnehmen kann. Weg, weg. Okay, verdammt, da war wieder Thatch mit dabei. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir eh gleich wieder neue. Weg, 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 weg. Jetzt haben wir hauptsächlich the Thatch mit dabei. Und dann sammeln wir einfach nochmal eine Runde. Tja, ich bin dann mal gespannt, was ich noch argmäßig an Projekten machen kann. Jetzt, wo der Kanal auch größer wird, mal sehen. Es gibt immer Möglichkeiten. Aber halt Community-Projekte wurde ja auch schon angefragt. Ich hatte ja auch schon mal ein Fragevideo dazu gemacht. Das ist echt das Problem. Dafür sind es noch zu wenig Leute, könnte aber bald mehr werden. Also was ich da eigentlich halt vorhatte, wo ich das Infovideo mal zu gemacht habe, da müsste man zwangsläufig ein paar mehr zu haben. Ist natürlich dann die Überlegung, ob ich irgendein anderes Projekt mache, wo es egal wäre, wie viel dazukommen. Muss ich mir da mal extra Gedanken für machen, was ich da so machen kann. Würde sich dann ja mehr auf so einen ganz normalen Server drauf hinauslaufen, wo dann halt, ja, für Aufnahmesessions oder so was läuft. Weiß auch nicht. Da wäre meine andere Idee, würde mir da besser gefallen. Aber dazu bräuchte man halt mehr Leute. Ist einfach so. Kann man nichts ändern. Ist die Wahrheit. Oder ich mache halt wirklich als Besonderheiten, was ich ja schon mal gesagt habe, ich möchte gerne auch mal gerne größere Sachen bauen. Aber dann würde ich das Ganze so als Bild laufen lassen. Ja. Und das wäre auch eine Möglichkeit. Müsste man einfach mal sehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Ark bietet einen da echt eine ganze Menge. Haben wir eigentlich... Na, nicht sehr viele Steine, ne? 44, das reicht schon fast. Weil ein zweiter Mörser wäre echt mal langsam notwendig, um schneller hier voranzukommen. Wir brauchen so eine ganze Mörserreihe, oder? Ich muss... den Mod hier, den Industrial Grinder mal freischalten. Ah, da überlege ich, ja, da brauche ich auch noch Strom für, aber da überlege ich auch noch zusätzlich, war sowas wie der Industrial Grinder Mod jetzt nicht als... War nicht was Offizielles rausgekommen? Fragt sich nur, welchem Level man den hat und was es ist.
Ich meine, ich hätte sowas jetzt gelesen gehabt. Hier sind ja erst die elektrischen Sachen. Es gibt ja unten die Industrial Forge, diesen Megaofen. Das ist dieser Cooker, der Industrial Cooker. Das müsste der Industrial der Dingens sein. Hey, wir sind Level up. Level up! Ich hatte ja gesagt, ich mache Movement Speed noch ein bisschen hoch und. Was sind das hier? Was, das, ist das eine. Das sieht voll aus wie eine Laserwaffe oder sowas. Ich weiß gar nicht, was jetzt in letzter Zeit neu gekommen ist. Verdammt. Das ist, glaube ich, diese. Level 80, ne? Das sind Taucherklamotten oder was war das? Oder waren hier. Nee, hier waren die Taucherklamotten. Das waren schon wieder diese anderen. Ah, das ist ja. Wow, hier. Hier, Level 85. Das ist neu. Aber was ist das? 68. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir das rausfinden. Kann ich die ganzen Sachen auch mal im LP jetzt zeigen? Wäre echt eine gute Möglichkeit, mit der Zeit das alles mal noch so zusätzlich mit reinzuhauen. So. Ich nehme jetzt mal die Steine noch mit dazu. Craftables. Ganz unten müsste ja mörsermäßig irgendwas abgehen. Hier, Mortar und Pestle. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Der ja, 15 Leder, das geht echt. So. Habe ich tatsächlich noch ein paar von den anderen Steinen gebraucht. Also war es ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Kann ich eigentlich jetzt, wo er da rumsitzt? Ja, kann ich. So, so, so. Ah, toll, einen hat er nicht genommen. Aber wir haben Server-Lag, das geht natürlich auch. Super, jetzt hat er es gemerkt, dass ein Lag war. So. Nochmal 60 hier über den durchlaufen lassen. Ich hatte nur noch 17, dann ist er schon damit durch. Aber dann haben wir zumindest schon mal zwei Mörser. Das ist schon mal sehr nice. Gut, dann kann ich die Folge nämlich auch gleich beenden. Wir haben Länge, haben wir. Und ja, dann haben wir zumindest sogar schon mal wieder was erledigt, was wir in den nächsten Folgen mal wieder nicht machen müssen. Thatch war ganz hinten. So. Jo, der hat 20, alles klar. Gut. Ja. Nochmal zwei nach vorne, wollte ich. So, danke. Ah, 200 brauchen wir für einen vollen. So, hier haben wir noch alles 200er Stacks Leder. Gut, dann werde ich den Rest nochmal eben ganz kurz. Da wir fast verhungert sind, mache ich das hier mal über die 7. So. Hauen wir doch mal das ganze Futterchen hier rein. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Let's Play Ark Survival Evolved. Also bis dann. Ciao.